Die reichen Leute trinken Cognac und Wein und ich nur einen einfachen Korb. Kein Wohl, er bin ich. Gerald von Riva, Hexer, Weißer Wolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Das Sterbesakrament! Dämon! Hilf einem armen Kerl! Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftauchte und mich heilte, ich hatte als Leprakranker ein gutes Einkommen. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Wann hast du... Wie kann ich helfen? Ich will...
Leb wohl. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Hey Jungs, ob wir mal losziehen und uns die besten... Überall nur Gesindel. Ich wieder unter deinen Stein. Man erfährt so viel, wenn man zur Kneipe... Lang lebe, Etc. Du wirst ersticken. Drei Pfund Stahl. Lang lebe, etc. Oh, mir ist so spannend. Mein Kontakt sollte hier sein. Krieg wieder unter deinen... Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir. Hexer, gute Leute, sind wie Nekrophagen. Übel sehen sie aus und riechen nach Leichengift. Sie gieren nach Verwesen. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Keine Ahnung. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn.
Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ich weiß diese Geste zu schätzen, Eure Majestät. Ein König sollte seinen Feinden gegenüber streng und seinen Freunden gegenüber großzügig sein. Dafür erwarte ich einen Gefallen. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager, dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Man erfährt so viel, wenn man zur Kneifzange oder zur weißglühenden Ofenzange greift. Deinesgleichen steckt einen an, mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Geh mir aus dem Weg. Ah, hast du's eilig? Hast du's eilig? Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. Ich ertrage das nicht mehr. Beruhige dich, Pete. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Schreien. Die Huren gehen immer nur rein. Keine einzige ist rausgekommen. Der Boss hat einen Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant! Ich häng mir deinen Kopf an den Sattel. Come on.
Los, auf ihn! Du verfluchter Bastard! Versuch's doch, du Schwanz! Hast du schon die Hose voll? Singelt ihn!
Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Was soll das sein? Verfickt nochmal! Oh, Scheiße! Hilfe! Verflucht nochmal! Es kommt keiner. Was willst du? Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Tussi. Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf, sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen, ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja. Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Reuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Jetzt reiß dich zusammen, Rittersporn. Wir müssen uns auf die Aufgabe konzentrieren. Ich meine ja nur. Dann sei jetzt still.
Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Im Zimmer ganz oben, mit dem Balkon. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Ich bring dich um, du Hure. Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Los, auf ihn! Na los, holt euch das Luder!
Reißt los, euch zusammen! Holt euch das Luder! Gut wie tot! Umzingelt ihn! Wird dich abschlachten wie einen Hund. Jetzt geht's rund! So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich habe meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein!